Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Nachdem ich in den letzten Wochen ja alle Kaufberatungen zu Mäusen, Tastaturen und Headsets für das Jahr 2018 geupdatet habe, geht's heute weiter mit den besten Gaming-Monitoren. Auch hier ist meine letzte Kaufberatung inzwischen über ein Jahr alt und seitdem hat sich auf dem Monitormarkt echt einiges getan und ich habe wieder ein paar richtig geile Empfehlungen für euch. Ich werde euch heute insgesamt 6 Gaming-Monitore ab 100 Euro vorstellen und ihr könnt euch sicher sein, dass jedes dieser Geräte euch in den jeweiligen Preisklassen mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wird. Ich habe für dieses Video hier nämlich im Voraus wirklich unheimlich lange recherchiert, Testberichte gelesen und Preise verglichen, um euch am Ende auch wirklich die besten Gaming-Monitore empfehlen zu können, die auch wirklich garantiert perfekt für Gaming geeignet sind. Also mindestens 72 Hz FreeSync oder G-Sync und einen gemessenen sehr niedrigen Input-Lag haben. Denn der Input-Lag ist letztendlich das, was für Gamer die kritische Komponente eines Gaming-Monitors ist und der wird von den Herstellern leider bis heute nicht angegeben. Die werben nämlich meistens lieber nur mit der eigentlich ziemlich uninteressanten Reaktionszeit, denn eine Millisekunde hinschreiben zu können sieht natürlich ziemlich cool aus, der Aberglaube, dass ein Gaming-Monitor unbedingt eine Millisekunde Reaktionszeit haben muss, hält sich ja bis heute hartnäckig und das wird euch wahrscheinlich auch jeder Mediamarkt-Fachverkäufer erzählen wollen, um euch billige TN-Panels andrehen zu können. Reaktionszeit ist aber nicht Input-Lag und ob sie jetzt eine oder 4 Millisekunden beträgt, am Ende eigentlich komplett zu vernachlässigen, da sie sowieso Teil des Gesamt-Input-Lags, also der Verzögerung zwischen Eingang des Signals beim Monitor und Anzeige ist. Und wie gesagt, bei jedem von den Monitoren, die ich hier empfehlen werde, ist der Input-Lag getestet worden und super gering, sodass die Teile wirklich perfekt zum Zocken geeignet sind. Außerdem war es mir wichtig, dass hochwertige Panels verbaut sind. Das ist eine Sache, auf die ich selbst mega viel Wert lege, denn der beste Gaming-Monitor mit den tollsten Werten bringt am Ende nichts, wenn das Bild ausgewaschen, kontrastlos oder einfach nur schlecht aussieht. Aus dem Grund haben alle Modelle entweder VA- oder IPS-Panels. Der günstigste Monitor, den ich empfehlen kann, ist der Samsung S24 F356 FHU. Den Monitor habe ich selbst ja schon mehrmals empfohlen und hier auf dem Kanal sogar schon ein ausführliches Review dazu gemacht und ist teilweise für den geringen Preis von aktuell gerade mal 110 Euro absolut zu überzeugen. Mit hochwertigem Full-HD IPS-Panel, 72 Hz und AMD FreeSync ist der Monitor für den Preis einfach unschlagbar, vor allem weil er einen super niedrigen Input-Lag hat und sich somit perfekt zum Zocken eignet. Die meisten anderen Monitore in der Preisklasse und allgemein bis 200 Euro bieten oftmals nur schlechte TN-Panels und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich selten einen Monitor gesehen, der für so wenig Geld so ein geiles Bild und so eine tolle Ausstattung bietet. Ich habe ihn selbst ja privat mehrere Monate im Einsatz gehabt und ich kann ihn wirklich jedem empfehlen, der wenig Geld ausgeben möchte, aber trotzdem das Beste für sein Geld bekommen will. In der Preisklasse von unter 200 Euro ist dieser Monitor in meinen Augen aktuell die beste Empfehlung, was Preis-Leistung angeht. Und auch der nächste Gaming-Monitor kommt aus dem Hause Samsung. Der C24 FG73 bietet für ca. 250 Euro ein hochwertiges Curved Full-HD VA Quantum Dot Panel, das nicht nur durch seinen super Schwarzwert und Kontrast überzeugen kann, sondern sogar 144 Hz bietet mit Unterstützung für AMD FreeSync. Wir haben hier eine extrem gute Farbraumabdeckung von 125% sRGB und sogar 92% Adobe RGB, womit der Monitor auch für Bildbearbeitung und Videoschnitt echt eine tolle Option ist. Denn die meisten anderen 144Hz Monitore in der Preisklasse setzen auf TN-Panels, die nicht mal ansatzweise diese Farbraumabdeckung erreichen. Auch Pratt hat den Monitor auf seine Gaming-Tauglichkeit getestet und was den durchschnittlichen Input-Lag angeht, bewegt er sich unter den besten Gaming-Displays überhaupt. Deswegen und auch wegen der tollen Ergonomiefunktionen ist der Monitor nicht nur für mich, sondern zum Beispiel auch für die PCGH mit Abstand der beste Gaming-Monitor für unter 300 Euro. Wer noch mehr Geld ausgeben möchte, kommt aktuell aber nicht am super schicken AOC Argon AG32-2 QCX für etwa 430 Euro vorbei. Der 32 Zoll Curved Monitor bietet nicht nur WQHD Auflösung und ein sehr hochwertiges VA Panel mit 100% sRGB Abdeckung, sondern bietet wie auch der kleine Samsung Monitor 144 Hz mit AMD FreeSync. Das Display ist außerdem entspiegelt, was zumindest ich ziemlich cool finde und auch das Design des Monitors mit dem schmalen Rand und der RGB-Beleuchtung auf der Rückseite kann auf jeden Fall überzeugen. Eine Alternative in der Preisklasse für richtige Pro-Gamer wäre mit dem Alienware AW2518H ein Monitor von Dell, der zwar nur ein 25 Zoll Full-HD TN-Panel, dafür aber 240 Hz und Nvidia G-Sync bietet. Von der reinen Leistung her ist es aktuell der schnellste Gaming-Monitor, den es gibt und so verwundert es auch nicht, dass der Monitor bei vielen E-Sports-Turnieren zum Einsatz kommt und zum Beispiel auch von Pro-Gamern wie Ninja eingesetzt wird. Und wem die Features noch nicht genug sind, dem bleiben eigentlich nur 5 Gaming-Monitore, die alle dasselbe Panel haben wie der Monitor, den ich aktuell selbst verwende und zu dem ich auch schon ein Review gemacht habe.
Wir reden hier von einem 165 Hz WQHD IPS Panel mit Nvidia G-Sync und Ultra Low Motion Blur. Empfehlen würde ich hier aber aktuell einfach das günstigste Modell, und zwar den AOC Argon AG271QG, ganz einfach, weil jeder von den Monitoren quasi exakt die gleichen Features bietet. Und das Teil ist einfach die eierlegende Wollmilchsau unter den Gaming-Monitoren. 27 Zoll WQHD-Auflösung, IPS-Panel, 165 Hz und Nvidia G-Sync, damit wird man auf jeden Fall glücklich werden und noch viele Jahre zufrieden sein. Ich benutze ja selbst so ein Teil und das ist wirklich mit Abstand der beste Gaming-Monitor bzw. allgemein das beste Display, das ich je benutzt habe, und ich denke, dass ich da auch noch echt lange drauf zocken werde. Und wem selbst das nicht genug ist, für den gibt es meine letzte Empfehlung, und zwar den Dell Alienware 34 Zoll 21:9 Monitor AW3418DW. Der bietet UWQHD-Auflösung, 120 Hz, G-Sync und ebenfalls ein tolles IPS-Panel. Das ist ein Monitor, der euch quasi kaum Wünsche offen lässt, bis halt auf den Preis, weil das Teil kostet alleine wohl mehr als die meisten von euren Gaming-PCs. Und wenn Geld dann überhaupt keine Rolle spielt, dann gibt es noch den 2.500 Euro teuren Asus ROG Swift PG27U Cool. Zusammen mit einem Acer-Modell ist es der einzige Monitor, der aktuell 4K mit 144 Hz kann, und auch die anderen Features von dem Teil sind einfach nur krank. Wir haben hier HDR1000, Quantum Dot G-Sync Local Dimming, 8-Bit FRC, 99% Adobe RGB Abdeckung und alles andere, was ein Monitor überhaupt so an Funktionen haben kann. Und auch wenn ich niemandem empfehle, das Teil zu dem Preis zu kaufen und mir auch selbst niemals kaufen würde, zeigt der Monitor auf jeden Fall, wo die Reise in der nächsten Zeit hingehen wird, weil es aktuell quasi keine wirklich empfehlbaren 4K-Gaming-Monitore gibt. Und das waren jetzt auch schon alle meine Empfehlungen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen oder zumindest mal einen kleinen Einblick in die aktuelle Welt der Gaming-Monitore geben. Die Empfehlungen, die ich hier gegeben habe, sind in meinen Augen jeweils mit Abstand die besten in den jeweiligen Preisklassen, aber an der Stelle interessiert mich auch mal, was ihr so zu Hause stehen habt. Welchen Monitor benutzt ihr eigentlich zurzeit und seid ihr zufrieden mit dem Teil? Ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Thema und damit soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.